Und dann können wir ja durch das Portal wieder weggehen. Nein, das Portal ist da unten. Hier. Gucken wir mal, ob wir die Medizin finden. Noch mehr Kannibalen. Das Ding will ich wieder sockeln. Machen wir es mal in den Bogen mit rein. Hast du gerade gar keinen Schaden gemacht? Machst du überhaupt Schaden? Ja, machst du, aber nicht besonders viel. Also es ist schon mal gut zu wissen, dass die Dinger von selber mitleveln, ohne dass man... Jetzt finden wir eine kleine Mana-Flasche, ich glaub's nicht. Und haben schon wieder unser Inventar ein bisschen zugemüllt, hä? Ja, ein bisschen. Kleine Mana-Flasche. Na gut, da sind wir wenigstens mit Flaschen eingedeckt. Ich frage mich, ob es nachher noch bessere gibt. Wow, auf jeden Fall ist hier ein Eismagier. Wow. Okay, du bist ein Boss, sehe ich gerade. Trinken wir mal Mana und Heilung. Dem Game können wir den Level up verpassen. Bringen wir nochmal Heilung. Wir haben ja genug. Wow, das sieht unheimlich aus. Medizinschachtel. Portalschriftrolle. Gut, das müssen wir jetzt zurückbringen. Jetzt will ich aber erst einmal mehr Evasion und Life geben. So. Und die restlichen Sachen einsammeln. Und dann will ich mal dem Eismagier da eins auf die Mütze geben, wo auch immer der steht. Okay, ich glaube, das war der Typ, der Bossgegner. Nein, die Enge drängen lassen ist nicht so praktisch, aber wir haben es geschafft. That would only slow me down. Und wir sind schon wieder voll. Das sind Handschuhe. Die erhöhen die Evasion. Das ist ein Schild. Das ist ein besserer Bogen, oder? Ja, das wäre ein besserer Bogen. Mal gucken wir mal. Wir haben ja bald wieder den Feuerpfeil verbessert. So, kurz mal vom Mana-Trank trinken, Scroll of Wisdom einsammeln. So, Feuerfall verbessern. Und die abknallen. So. Korallenamulett, das ist wahrscheinlich auch wieder mehr Leben. Was habe ich jetzt da aktiviert? Has removed the eternal stain from this coat. Das ist einfach bloß ein Textschrein wieder. That would only slow me down. Die Sachen kann ich nicht aufsammeln. Kannibalen überall. Zwar verdammt viele. Oh, und mein Splitterpfeil. Was zur Hölle? Mana is gone.
Wasserelementare oder sowas. Brief. Konnten wir uns das nicht da als Fähigkeit aussuchen? Mal gucken wir gleich mal. That would only slow me down. Iron Gauntlets. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Was lassen wir dafür da? Medizin können wir nicht da lassen. Lassen wir die mal da. Unidentifizierte Iron Gauntlets. Feuerresistenz und maximales Leben. Klingt gar nicht mal so schlecht. Du warte, bis du dran bist. Und das ist Weave. Small area in front of you. Angreifen. Warum kann ich die Fähigkeit nicht benutzen? Ach, wirkt nur mit Klauen und einhändigen Schwertern und so. Wo habe ich die jetzt eingepackt? Dann kann die verkauft werden. Obwohl, ich gucke erstmal, ob jetzt die andere Fähigkeit wertvollerer geworden ist. Nachdem ich sie etwas ein Level höher gebracht habe. Das war schon wieder die falsche Taste. Karte ist hier nämlich. Jetzt gucken wir uns noch hier am Strand um. Noch mehr Kalibalen, Portalschriftrolle. That would only slow me down. Scroll of Wisdom ist auf jeden Fall was wert. Small Mana Flask. Haben wir mal wieder keinen Platz für. Scroll of Wisdom aber. Aber für die Mana Flasche können wir Platz machen. So, jetzt ist unser Inventar ganz voll. Aber hier liegt noch ein Haufen Zeug rum. War's das jetzt? Jupp, das war die gesamte Insel, hä? Hier steht sogar Monster Level. Normal Difficulty, Standard Leech. Kleines Gebiet. Oder kurzes Gebiet. Was steht zu dem Gebiet jetzt da? Also zur Küste. Monster Level 2. Da sind wir auch längst schon drüber. Aber ja, gehen wir jetzt erst einmal den direkten Weg zurück zur Stadt. Geben dort die Quest ab. Und verkaufen wieder Sachen und gucken mal, ob wir mal was Schönes zum Kaufen finden. Also die blaue Magierune war bis jetzt nur eine Schriftrollenfetzen wert. Mal gucken, was sie jetzt wert ist. Wo wir sie abgelevelt haben. Okay, erstmal geben wir ihr die Kiste. A medicine chest. This means more to us than you can know. Okay, jetzt können wir einen Reward auswählen. Was gibt's denn? Damit kann ich den Movement Speed erhöhen. Und das sind zwei unidentifizierte Mana-Flaschen. Puh. Was sehen wir denn als Reward? Das hier ist so ein bisschen glücksspielmäßig, hä? Mana oder Leben? Ich nehme mal Leben. Quest abgeschlossen. Sehr schön. Was hast du zu sagen? Ach, der gibt uns auch noch etwas. Giftpfeil? Feuerfalle? Okay, das hier ist Stärke. Das ist
Dualstrike. Brauchen wir nicht. Detonate. Dead. Das klingt übel. Damit können wir Leichen explodieren lassen. Oder wir können eine Feuerfalle legen. Ich würde mal den Giftpfeil nehmen. Oh, das ist sogar AOE, also macht eine Giftwolke. Oh, dann nehme ich das doch. Okay. Dann platziere ich mal das hier in den Schuhen. Nehme den hier wieder raus. Identifiziere das hier mal kurz. Und tu die ganz vorne hin. Und eine von den kleinen nehme ich eh raus. So. Mhm. Sell Items. Also jetzt will ich verkaufen. Erstmal will ich gucken, wie viel bringt mir das Ding jetzt. Immer noch eins. Also kann ich die verkaufen, wie ich gerade Lust habe. Life Flasks. Die brauche ich auch nicht mehr. Was ist mit dem Ding? Okay, unidentifiziert gibt mir das 5 Transmutation Shards. Und identifiziert gibt es mir. Wie viel? 8 Alternation Shards. Okay, unidentifizierte Sachen scheinen Transmutation Shards zu geben, hä? Na gut, dann gucken wir mal, dass wir jetzt Zeug loswerden. Weave können wir loswerden. Der bringt mir. Oh, wir haben schon wieder 2 Scrolls of Wisdom zusammen. Genagelte Faust. Iron Gauntlet. Den Bogen überlege ich mir noch, ob ich den verkaufen soll. Das Ding habe ich schon. Also, das habe ich alles. Ach nee, die Flasche, da habe ich vergessen. Nessa. Sell. Diese Flasche hier will ich noch loswerden. So. Den Bogen behalte ich mal. Still composing that poem about you, exile. Der erzählt mir nur was. Und der hat neues Aufgaben für mich. Was hast du eigentlich zum Kaufen? Scroll of Wisdom, Scroll Transmutation Orbs. Also ich verkaufe die Sachen in Zukunft unidentifiziert, wahrscheinlich Transmutation Sachen für zu kriegen. Normale Sachen kosten. Was ist das? Armor Scrap. Improves the quality of an armor. Keine Ahnung, was das bringen soll. Kostet da, verbraucht einen Schmiedestein. Kaufen wir das doch einfach mal. Adam Monsters. Keine Ahnung, wo der liegen soll. Ach so, der Weg gibt mir an, wohin ich muss. Ins nächste Fragezeichengebiet. Okay. So, jetzt will ich dich aber mal auf meine Rüstung benutzen. Quality plus 2%. Na gut, beimal. Oh, Lebensregeneration auch noch. Okay. Gut. So, nach dem, was wir bis jetzt gesehen haben, möchte ich mal zu einem Fazit kommen. Also ich muss ehrlich sagen, das Spiel ist interessant gemacht. Es ist ein Hack'n'Slay wie Diablo, es hat auch dieselbe düstere Atmosphäre wie Diablo, aber es hat so einige interessante Sachen.
Also erst einmal das mit den Flaschen, dass die Ladungen haben, die sich aufbrauchen und die durch Gegner töten sich wieder auffüllen. Finde ich interessant gemacht. Das mit den Fähigkeiten, dass man Gems braucht, die man in Items sockelt und diese dann leveln tut in den Items, finde ich auch sehr interessant gelöst. Ach, das macht Shield. Wenn ich also irgendetwas mit Shield anhabe, dann bekomme ich zusätzliches Leben in Form von Schild, was sich wahrscheinlich schneller regeneriert. Okay. Und was ich auch ganz interessant finde, ist der passive Skillbaum, der sehr, sehr groß ist. Also man sieht ja, wo die verschiedenen Dinger sind. Ich würde mal fast schon sagen, hier ist der Nahkämpfer, der Marodeur, angesiedelt. Hier ist der Templer angesiedelt. Hier die Hexe. Hier nebenan ist die Hexe und also der Shadow angesiedelt. Und hier unten ist wahrscheinlich der Duellant angesiedelt. Ja, Stärke und Dexterity, genau. Okay. Ja, im Großes und Ganzes, ich bin ziemlich begeistert von dem Spiel, vor allem da es auch free to play ist. Gibt es kostenlos über Steam runterzuladen, ist leider im Augenblick nur auf Englisch erhaltbar, erhältlich. Aber ansonsten. Oh, es gibt sogar noch Achievements. Gut, die lassen wir jetzt mal gut sein. Also das muss ich ehrlich sagen, das Spiel hat was. Vor allem dafür, dass es ein Free-to-Play-Spiel ist. Aber gut, das war es jetzt erst einmal von mir. Wir sehen uns dann bei meinem nächsten Let's Test oder bei meinen anderen Projekten. Bis dann.